So, hi Leute, willkommen zurück zu Hunted the Demon's Forge. Hallo Freunde! Ich bin der Balas, das ist der Yuvi. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist seit der letzten Aufnahme ein Stück Zeitsprung, wahrscheinlich in die Zukunft. Weil es gab auch Probleme bei der Aufnahme bei mir. Weil das so kompliziert ist, das hier umzustellen, deswegen, ja. Hat bei mir die Stimme gefehlt, ihr hättet die Yuvi gehört, aber nicht mich. Und weil wir nicht genau wissen, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise das wissen wir, aber... Egal, allzu viel habt ihr wahrscheinlich eh nicht verpasst. Nein, das sind bloß ein paar Meter, die ihr verpasst habt. Ich glaube, es ist bloß hier einmal den Weg runter. Man kann nur leider nicht mehr hochgehen, um nachzuschauen. Deswegen gehen wir jetzt hier lang weiter. Denn wir wollen hier... Eine Riesenhöhle. Wir wollen hier Spaß haben. George! Okay, komm runter, großer, mächtiger Krieger. Was geschieht denn? Oh oh. Oh oh. Das ist ein Rockergong. Die Spinne! Ist mir aufgefallen! Echt? Was für eine Spinne? Ich sehe keine Spinne. Boah, was ein Vieh, Alter. Siehst du eine Spinne, Yuvi? Nein, ich habe nie eine gesehen. Ich muss weg. Mach einer die Wand kaputt. Keller, die Felsen kommen runter! Ich seh's! George, au! Ich glaube, er hat mich erwischt gerade. Ich glaube auch. Sieht Scheiße. Aus. Sehr gut, Yuvi. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ja, so viel zu unserem Let's Play. War schön mit euch. Bis dahin. Aber die Riesenspinne, die wir nicht gesehen haben, hat uns gefressen. hat uns einen Döner spendiert bei Alis Dönerladen. Ich muss auch sagen, ich habe gerade mal kurz vergessen, wo man eigentlich richtig sprinten konnte. Das war die Leertaste gedrückt halt. Ja, das fiel mir dann auch auf. Okay. So, dann nochmal. Nächster Versuch. Aller guten Dinge sind drei. So, da ist der zweite Versuch. Ja, dann sterben wir jetzt halt nochmal. So einfach ist das. Ey, komm, wir skippen das nochmal. Das kennen wir ja schon. Und jetzt... Lauf! Lauf! Oh mein Gott, geh kaputt! Keller, die Felsen kommen runter! Warum ist er da nicht rübergesprungen? Lauf einfach weiter. Zeig auch mal, wenn du kannst, die Aufnahme eben einmal mit der Rückkamera, also wenn du dich ein bisschen umdrehst, zieh dir das Vieh rein, Alter. Komm. Da, noch ein Tor kaputt. Sehr gut. Red nicht drüber. Los, lauf. Meine Fresse. Das war ein Vieh, was da gerade hinter uns her ist. Alter Falter. Ballas, ich versteck mich jetzt übrigens hier irgendwo und du kämpfst gegen das, ja? Ballista, wir können es dem Riesenkäfer zack. Nimm du die linke, ich will die rechte. Alles klar. Jetzt gibt's nichts. Oh, ich hab. Bin da. Komm schon, nimm sie wieder. Feuer frei! Daran könnte sich ein Mädchen gewinnen. Jawoll! Volle Fresse! Nimm das, du Mistsau! Wo das herkommt, gibt's noch 1000 mehr. Boah, guck dir das Vieh an. Alter Falter, geil gemacht. Jetzt gibt's hier. Oh. Besiege die Königin der Dunkelheit mit dem Ballista. Los, schieß mich so ab. Ach man. Zerm, rein in den Schädel. Haha. Splattert. Boom, Headshot. Oh, Kamera, so eine Scheiße. Alles eingesaut. Die Flecken kriege ich nie mehr raus von meinem Bildschirm. Lara, wir werden nie wieder davon sprechen. Warum nicht? Vielleicht hast du recht, was Insekten angeht. Da bist du ja, wird auch Zeit. Da ist wieder die geheimnisvolle und die Frau. Mein physischer Körper ist in Bewegung und ich fürchte, es werden viele Menschen umgebracht werden. Die haben uns auf den Verlies geführt, in die Wildnis von Gowa. Wir haben euch aus ihrer Festung geführt. Wieso? Keine Ahnung. Das gefällt mir nicht. Du hast gerade gesagt, dass viele umgebracht werden. Du weißt irgendwas. Nur was ich euch gesagt habe, Jägerin. Meine Worte frustrieren dich, da du die Ereignisse nicht verstehen kannst. Bitchfight! Yeah. Vielleicht hast du recht. Kratz vielleicht werden deine Worte mich nicht mehr frustrieren, wenn ich dir die Zunge rausschneide. Guter Plan. Ganz ruhig, Mädchen. Ich verspreche, sobald ihr meinen physischen Körper befreit, wird alles klar werden. Genau das macht mir Sorgen. Traust du ihr wirklich? Ich denke, ihr süßer weißer Hintern verwirrt dich. Ich denke an den fetten Arsch des Bürgermeisters und an die Belohnung, die er uns versprochen hat.
Ich habe nie erlebt, dass dir eine Frau wichtiger war als Geld, Caddock. Also glaube ich dir. Verlasse mir diese verdammten Höhlen und sehen nach, was los ist. Ach ja, der sexy, fette Arsch des Bürgermeisters. Ja, der begeistert mich schon, muss ich sagen. Das trifft auch wirklich auf die Wirklichkeit zu. Ich stehe auf fette Ärsche von Bürgermeistern. Damit ist es klar. Jubi, wir haben so viel gemeinsam. du auch, wow, cool. Nein, ich hab den fetten Arsch eines Bürgermeisters. Achso, aber du bist doch gar kein Bürgermeister, oder? Ich hab mal SimCity gespielt, das zählt da. Vielleicht hat Elara recht. Vielleicht bin ich, was Seraphine angeht, nicht objektiv. Aber etwas an ihr erinnert mich an Guinera. Sie starb vor all diesen Jahren, weil ich handelte, ohne nachzudenken. Mache ich hier denselben Fehler erneut? Ha. Selbstzweifel bringen uns hier nicht weiter. Hier geht es um die Belohnung, umsonst nichts. Diesmal sehe ich auch die Cutscene. Die hatte ich beim letzten Mal übrigens nicht. Hab eigentlich ich bei dir gesprochen oder du? Das ist hier ziemlich hell. Ah. Boah. Caddock, sieh. Da sind sie, die Gefangenen im Schlepptau. Was meinst du, sind sie auf dem Weg zu diesem fernen Tempel? Spielt es eine Rolle, wo sie hinwollen? Halten wir sie jetzt auf. Vorsicht, Mädchen. Wir haben Gesellschaft. Echt, wo? Weiß ich auch nicht. Haben wir Freunde gefunden? Voraus. Super, guck mal, hier haben wir noch ein paar Waffenständer. Was? Aha. 60 Damage, langsam. Aber ich nehme den mal lieber. Weil die Aufladung hat meins nicht mehr. Alles Wasser. Oh, das sieht aber echt schön aus hier, oder? Jo, und da hinten, das ist der Tempel, zu dem wir wahrscheinlich müssen. Ich schieß mal einen Pfeil hin, mal schauen, ob ich treff. Ja, jetzt hast du voll einem Mönch in die Augen geschossen. Ja. In beide Augen, mit einem Pfeil, wohlgemerkt. Ein Mönch? Ja, ja. Das ist bestimmt die Vorgeschichte von Lee Sin, dem blinden Mönch. Irgendein Verrückter ist vorbeigekommen und hat mir einen Pfeil ins Auge geschossen, ey. Scheiße. Hey! Hey, Sparta! Bei den sieben Göttern. Sie werfen die Gefangenen von der Brücke. Ich hoffe, sie werfen die Tochter des Oberbürgermeisters nicht runter. Tag, Freunde. Und Kameraden. Hey. Oh. Habe ich aus Versehen auf die Armbrust gewechselt. Wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ist hier noch was? Schatzkiste. Von hinten werden wir beschossen. Hä? Hui. Au, jetzt dachte ich gerade, ich fall da runter. Ich muss mich gerade erst wieder mit der Steuerung ein bisschen anfreunden. Ich hab mal einen Explosivpfeil in die Fresse geschossen. Bums! Ist nur Geld. Was, Geld? Ja, Geld. Money. Okay, wir können weiter. Be funny in a rich man's world. So, was? Hast du eigentlich drauf geachtet, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Nein, aber irgendwie leckst du bei mir so ein bisschen. Also nicht in der Stimme, sondern dein Charakter läuft einfach super abgehackt. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade noch mit aufnehme. Okay. Weil bei mir sieht's auch so ein bisschen aus. Oh, hier, Gemeinschaftsaktion. Drunter durchducken. Das dichte Unterholz kann uns zum Vorteil gereichen. So können wir uns leichter verstecken. Ich meinte... So können auch sie sich leichter verstecken. Stimmt auch. Das heißt mehr Spaß für uns. Naja, wir sind hier in der Höhle, so ein bisschen zumindest. Naja, eine Höhle da oben ist so. Naja, so ein Stück halt irgendwie. Also, welcome to the jungle. Ja, genau. Dann können wir tauschen und speichern. Wollen wir eben speichern? Okay, da oben werden sie lang geführt. Hm? Mit? Da hinten. Ich komme hier gerade nicht weg. Ah. Da stimmt was nicht. Diese Gefangenen kamen... aus der falschen Richtung. Sie kamen nicht aus den Höhlen. Scheiße. Komm, wir speichern schnell. Und dann laufen wir da mal hinterher. Das ist kein Speicherpunkt, hier können wir skillen, Mann. Skillen meine ich auch. Mal schauen, dann schauen wir mal, was wir skillen. Ich habe 3 Kristalle zum Skillen. Ja. Das kann ich noch nicht. Erst ab Kapitel 5 kann ich das hier skillen. Dann machen wir mal die Frostpfeile noch besser. Dann habe ich erstmal alles, was ich hier machen kann, fertig. Dann schauen wir mal, was haben wir da noch an Zaubern. Kapitel 5, welches haben wir jetzt eigentlich? Nummer 3 durfte wir das sein. Wir sind jetzt bei Kapitel Nummer 3 angekommen, ja. Ja. So, da brauche ich 2 Kristalle da auch. Okay, ich kann nicht weiter lernen. Auf den anderen Spieler warten. Ja, ich beeile mich. Das möchte ein Glücksbärchen sein. Okay, so. Okay, gut. Wird fertig. Also, geht doch. Oh, ich wollte schon ein paar klatschen. Warum? Weil ich's kann. Oh, warte mal, da hängt einer. Moment, Sniper.
stehst im Weg. Bams! Und du hast doch trotzdem getroffen. Ich sag dir, wer uns geschickt hat. Dein Henker. Überall Wagen. Sie bringen die Leute tiefer in den Wald hinein. Aber ich weiß nicht, wohin. Wir auch nicht. Das werden wir schon rausfinden. Ist uns aber auch egal. So, schauen wir mal. Bisher ist es ja noch recht ruhig hier. Ja, nicht mehr lange. Hier vorne habe ich das Gefühl, hier ist was. Oh. Siehst du, sag ich doch. Wo sind sie? Ich konnte mir dann nochmal in Deckung gehen, weißt du das noch? Nein. Hab ich vergessen. Leertaste. Leertaste irgendwo dahinter. Wo bist du? Bist du schon runtergesprungen? Nö, ich stehe hinter dir. Oh, ich bin jetzt runtergesprungen übrigens. Wow. Was war das? Dafür sei dem Heiler Dank. Macht auf einmal Boom und alles ist tot. Ja, ich habe einen Sprengfall geschossen. Ah jo. Können wir hier runterschauen? Nein, hier geht nichts. Ins Gebüsch können wir nicht. Aber dahinter ist ein Waffenständer. Irgendwie doof, oder? Ist das ein Waffenständer dahinter? Würde ich sagen, ja. Schlecht. Okay, aber hier kommen neue. Ja, Nachschub. Ach komm hier, Bams. Ah, nicht genug Mana, scheiße. Ah, meine Sniper-Funktion ist irgendwie kaputt gegangen. Ich schieße mich nicht mehr so gut. Bewegt euch doch! Headshot voll ins Knie. Oh, Zauberer. Oh, das ist ein Magier. Oh, scheiße. Juvi, ich bin tot. Ja, bist falsche Taste. Kein Mana, keine Magie. So. Kein Mana, keine Magie. Wo werden wir noch beschossen? Warum? Ich hab kein Mana mehr, das ist ein bisschen doof. Keine Magie. Aber da liegt lustigerweise ein Mana-Trank. Au. Ich kümmere mich um den. Deck mir den Rücken einfach ein bisschen. Wo ist er noch? Ach, da oben? Da steht noch einer. Von euch Kackbratzen. So. Und da fällt er runter. Matsch. Wow. Sehr gut. Da ist noch irgendwo der Zauberer, der lebt noch, oder? Nee, den hab ich umgebracht. Irgendwo schreit aber noch einer. Ja, das stimmt. Da oben steht noch einer. Jetzt nicht mehr. Hab ihn. Du hast auch schon mal mehr geleistet. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir immer mehr. Das Alter hat damit nichts zu tun. Huch, ich kann mehr als 100 Pfeile haben? Hast du vielleicht geskillt oder es kommt mit den Absätzen sage ich schon, mit den Abschnitten? Ich habe ein neues Schwert. Nee, ich glaube, das ist dadurch besser geworden, dass ich gerade irgendwie ein Pfeil-Level up hatte. Oh, warte mal. So, das kann natürlich sein. Schaut euch mein neues Schwert an. Aber oh, das ist ein neues. Ja, habe ich gerade gefunden. Hier ist mit so einer schönen roten Blutrinne. Ah, cool. Aber Kinder, ich denke, jetzt dürfte es so langsam, aber sicher schon Zeit sein, oder? Dass wir wechseln. Echt? Weiß ich nicht. Spielen wir schon so lange? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Egal, nehmen wir noch ein Stück auf, oder? Ja, komm, scheiß drauf. Wir machen noch 100 Kilometer, ne? Könnt ihr noch ein bisschen mehr von der Elfe sehen? Ist doch auch nett. Oh, ja, das ist gut. sag ich genau im richtigen Moment, ne? Du gehst ja extra hinten lang, ne? Ja, also deswegen lassen Männer Frauen ja auch immer vorgehen. Au. Oh, sie brennt. Beziehungsweise ich brenne. Aua, aua, aua. Oh, 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 das wird heiß hier. Das. So, hab ihn. Okay. Kümmer dich doch um diese Bogenschützen. Ich bin ja schon dabei. Ich glaube, das sind Scharfschützen. Ich hab hier einen an dir dran übrigens. Oh. Jetzt nicht mehr? Kann man wieder anständig einstellen. Oh, die hitten aber krass, ey. Treffen wir nicht mit dem Bogen. Die werden besser. Boom, Headshot! Also der Typ hier ist im Schießen einfach mal so komplett die Obernull. Das liegt bestimmt daran, dass du den spielst.
Ja, nee, das verzieht alles hier Kämpfer. So ganz blöd. Moment, da war doch gerade noch ein Magier. Wo kommen die denn her? Respawn! Ach du Scheiße! Ich sterbe! Ich hab auch nichts mehr, bin auch tot. Elara! Sehr gut. Ich hab's erwischt! Segnet sein die heilenden Hände. Ja. Gebraucht. Lebt der Mage noch? Nee, der Mage habe ich gerade abgeschossen. Da hinten steht noch einer mit. Der magisch aufgeladen ist oder so. Lass sie nicht näher kommen. Okay, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Da kommt noch was Gepanzertes. Oh Gott, kann ich gar nicht gebrauchen gerade. Sehr gut. Gleich zwei Sachen an den Kopf und fertig. Knallen wir den Penner einfach ab. Jo. Mann, hartes Gefecht irgendwie. Ja, hier gibt's ein Schild, der genauso ist wie meins. Ich hab hier hinten gerade irgendwo was zerschossen. Himmelsspalter. Macht 124 Schaden, ist aber langsam. Schauen wir mal. Uiuiui, das dauert, bis ich wieder richtig ziel. Aber der macht halt gut Schaden. Dann behalten wir den. Gut. Söderle. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Ja, ich habe einen gefunden eben noch. Immerhin. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier bin ich gerade schon durchgerannt. Nein. Da ist nichts Neues gespawnt, seit ich durchgerannt bin. Oh, da rechts liegt aber. Ich würde aber eben sagen, Balas, bevor wir jetzt da durchrennen. Ich bin schon durch. Ja, nehmen wir mal. Oder wechseln wir mal schnell die Aufnahme. Okay, alles klar. Kinder, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Okay, oder auch nicht. Das sehen wir noch eben. Ihr seid Menschen? Ich bin ein Elf. Ihr seid ein Elf. Was? Wieso hängt das jetzt bei mir? Weiß ich nicht. Läuft das Video bei dir weiter? Das Nein. ist gut für euch. Wir kontrollieren jetzt, ein paar ihrer Befestigungswerke, aber sie setzen ihr Katapult gegen uns ein. Damit machen sie uns fertig. Ihr seht wie Kämpfer aus. Könnt ihr uns helfen? Du hast eine bessere Rüstung, Mann. Wieso kommen wir immer in diese Situationen? Sieh es mal so, wenn Seraphin das Zeitliche segnet, dann wird keiner von uns bezahlt und nur einer hat gut lachen. Also gut. Zeig uns den Weg. Danke. Schnell durch diese Tür. Ja genau, also schnell durch diese Tür und durch diese Tür gehen wir, also wir zetteln die Revolte an, wenn wir gewechselt haben. Bis gleich. Ciao. Jawohl, bis gleich.